MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Wie wir ja alle wissen, sah Snoke nicht schon immer so entstellt aus. So war sein Jochbogen, ein von knapp unter den Augen bis zum Ohrknochen reichender Knochen, missgebildet, was zu der eingefallenen linken Wange geführt hatte. Auch die Narbe, die sich über die Stirn zog, war nicht natürlichen Ursprungs. Es handelte sich um eine hypertrophe Narbenfurche, also eine, die im Genesungsvorgang entstanden war. Wahrscheinlich kommt diese Entstellung durch ein bestimmtes Ereignis, das Snoke missinterpretiert hat. Darauf kommt man, wenn man weiß, was Snoke in etwa in der Novelization von The Last Jedi gesagt hat. Er sagt darin nämlich, dass die Visionen der Zukunft durchaus falsch sein können und sogar tödlich enden können, fast wie bei ihm, und so hält er jene für unglaubwürdig. Und so geht man halt auch davon aus, dass Snoke ein Ereignis in der Zukunft missinterpretiert hat, womöglich wurde er betrogen oder ähnliches. Was jetzt sehr interessant ist, neulich wurden Bilder im Netz veröffentlicht, wie Snoke ohne seine ganzen Narben und seine Entstellung aussehen könnte. Dadurch, was Snoke in der Vergangenheit passiert ist, leitete er die erste Ordnung dann von einer mobilen Kommandobasis, nämlich seinem Megaklasse-Sternzerstörer Supremacy. So wurde dieser Sternzerstörer der Hauptsitz der ersten Ordnung, trotz der Tatsache, dass die erste Ordnung bereits einige Planeten erobert hatte, wie Iktosch oder Gorma. Und so sah man Snoke größtenteils über ein überlebensgroßes Holocron. Er war zwar sehr mächtig in der Macht, doch ziemlich gebrechlich. Und da sind diese im Netz veröffentlichten Bilder, finde ich, doch sehr interessant. Aber was haltet ihr von diesen Bildern, wo man sieht, wie Snoke ohne seine Narben aussehen würde? Man weiß natürlich nicht seine Spezies, also außer dass sie nicht menschlich ist und humanoid. Und somit kann man das nicht wirklich mit berücksichtigen. Aber ich persönlich fände es ziemlich interessant, wenn wir auf irgendeine Art und Weise mehr von Snoke erfahren, sei es durch einen Roman oder einen Standalone-Film oder sonstiges. Aber was sagt ihr? Ballert's mal gerne in die Kommentare. Ansonsten checkt die Videos im Abspann ab, ein weiteres Star Wars Video sowie ein Video von meinem Gaming-Kanal, den ihr unbedingt mal abchecken solltet. Die Links zum Supporten dieses Kanals sind in der Beschreibung, falls ihr ordentlich beim Zocken sparen wollt. Schaut euch den MMOGA-Link an. Ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.